Mal schauen, was wir jetzt finden. Also ich habe noch keine wirkliche Plan. Aber rot, grün. Aber zickzack, das wäre richtig. Das Rot irritiert mich halt auch. Der meinte ja was von Anschleichen. Also nochmal. Ich weiß halt überhaupt nicht, wann er hier, wann es richtig ist. Gucken, was, wenn ich jetzt mal. So, jetzt. Rot. Grün. Gelb. Gelb. Wir hätten aufs Geräusch hören sollen. So. Das ist. Ja. Ernsthaft? Das nehmen wir. Also, das ist ein Trank mit Magiewiederherstellung erhalten. Trink ihn im Menü, um eine Magie sofort wiederherzustellen. Du hast eine Buchhaltungsdokumente entdeckt. Die Steuer für die Händler aus Grabenhang ist enorm, aber das ist doch was faul. Filter nicht Geld irgendwo. Mathe ist nicht deine Stärke. Die Händler betrügen. Vor allen Dingen vergoldete Töpfe, für alles hier vergoldet. Mann. Hier hat Edmund der Stadtwache eine Anweisung erteilt. Er will, dass ihm am Samstag Waffeln zum Frühstück serviert werden. Hier liegen ein paar Entwürfe eines Händlerabkommens. Die Kombination aus langweilig und verwirrt ist wirklich bemerkenswert. Langweilig klingt doch toll. Ja, verwirrend dann noch die Kombi dazu, liegt eine Notiz, die Edmund an sich selbst geschrieben hat. Und seinen Assistenten öfters zu schelten, offensichtlich verliert er an Disziplin. Dein Assistenten. Ja, okay. Also jetzt weiß ich warum. Ja, ich weiß warum. Hier, ich gebe dir deine Stühle wieder. Kannst du wieder haben. Ich brauch sie nicht, da. Setz dich, du bist schon alt, setz dich hin. Tschüssi. Oh Mann. Die taugt hier auch nichts. Fichtenhöft. Ich dachte, wir haben. Ja, also irgendwie, keine Ahnung.
haben wir gedacht. Den Fallen Tom Kalmar. Müssen wir den, ja, müssen wir nur hier sein Ding finden. Milzkopf. Hier waren wir aber schon. Kamille. Okay, dann mache ich mir erstmal einen Kamillentee. Erstmal einen guten, guten alten Kamillentee. Und ein bisschen Monsterorgane. Hier oben haben wir definitiv noch nicht. Das ist ein Brunnen, wie es scheint. Ja. Ich hab so eine Fallsucht, kann ich ja nichts dafür. 20 Kronen gefunden. Oh. Also, wenn wir hier das ganze Monstergedöns und alles verkaufen würden, also die, was wir hier so sammeln. Wir werden erst schon wieder reich. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt zu verkaufen? Im Schatten der Bäume finden sich ein alter Brunnen. Das Wasser sieht klar und kühl aus. Was machst du? Ein paar Münzen hineinwerfen, trinken, hineinspucken. Nichts. Ich finde das mit den Hineinspucken ganz gut. Aber das macht man eigentlich nicht. Deswegen erstmal trinken. Mal gucken. Wer trinkt aus meinem Brunnen, um seinen Wert unter Beweis zu stellen, er wird von den Tränen des vergessenen Himmels gespeist. Moment mal, um was zu tun? Ob meiner Macht als Geist erkenne ich, dass du ein guter Mensch bist. Du bist es wert, meine Streiterin zu sein. Das ist die Macht eines Geistes. Danke für das Kompliment, aber ich habe nicht vor, für irgendwen in den Kampf zu ziehen. Ich bin ein verstorbener Held und heiße Guss. Meine Streiterin hilft mir, Buße zu tun. Als ich noch lebte, konnte ich den Meerkönig nicht je Stirn bieten und meine Liebsten bezahlen für meine Versagen mit dem Tode. Und nun wird mein Grab überrannt von Monstern, die der Meerkönig zum Lebenszeiten aus der Untiefe beschworen hat. Bitte läutere meine letzte Ruhestätte in diesen Schlüssel und reinige mein Grab westlich von Kitzkopf. Warte, was, wenn ich nicht? Du hast einen alten Steinschlüssel erhalten. Der Geist meint, er würde dir Zutritt zur Drosselfeste verschaffen. Der Geist wieder. Meine Streiterin, reinige meine letzte Ruhestätte, vernichte die Abscheulichkeiten des Meeres in mein Grab. Soll ich dir den Weg weisen? Zu dein Grab, warum nicht? Ich gehöre den Hafen und Kiss vor in Richtung Westen.
Folge an der Straße nach Norden. Ich liege in der Nähe der Fähre. Viel Glück. Ich liege in der Nähe der Fähre. Und wenn ich einfach seine Schulden tilge, wie wäre das? Aber ich... Geist Schulden tilgen. Ich weiß nicht. Vor allem bin ich etwas so reich. Da haben wir die Seite ja soweit. Fertig. Habe ich jetzt nicht erwartet. Natürlich die Seite so weit, dass es zum größten Teil durch ist. Was ist denn überhaupt das mit den Hitzkopf? Das ist die Wache. Hier war der Souvenirladen für die übelst Reichen. Reizbert. Sieht man das, dass seine Bücher für erlesene waren aus der ganzen Welt. Edmund hat mich geschickt, ich soll den Phantomkalmar für ihn fangen. Oh, das sind großartige Nachrichten. Ich habe kaum geschlafen, weil ich Angst habe, dass der Kalmar zusteckt und meine Aufzeichnung zerstört. Geh nach oben, du kannst dich hinter dem Bücherregal verstecken und auf ihn warten. Kann ich auch plündern? Hier liegt eine Liste mit Namen und Zahlen. Konrad 950, Blima minus 1200. Karloff 800. Sie ist unendlich lang und unendlich langweilig. Hier liegt eine. Ja, das haben wir schon. Willst du die von den Kämmer warten? Ja. Hey, Tintenkerl. Verflixter Kerl springt durch das Fenster wie eine Gazelle. Er hat aber etwas Tinte verloren. Vielleicht hat er eine Spur hinterlassen. Kann ich hier auch durch? Mist. Diesen Fußabdruck, also... Kriegling. Ach komm schon. Da unten, hier lang. Da rüber und hier hoch. Und dann hier rüber. Hier waren wir noch gar nicht. Und hier rein. Ach, sag mir nicht, dass du es bist. Hallo, Tintenkerl. Intüte, was machst du in meinem Haus? Ich bin deinen einigen Fußspuren gefolgt, Kalmar. Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Bitte berühre nicht auf deinem Weg hinaus, ganz besonders nicht das Bücherregal. Ui, du hast mich wohl erwischt. Ich bin der Phantom Kalmar. Mein Name ist Asta, aber bitte hör mir zu. Nur ganz kurz zu. Ich komme aus... Krabbenhaken, das ist ein kleines Fischdorf im Westen. Aber Edmund verachtet uns irgendwie. Früher haben wir freien Hahn mit Kitzkopf betrieben. Aber er hat die Hände jetzt dazu überredet, Dokumente zu fälschen und uns zu betrügen. Er treibt die Steuern so hoch, dass wir hungern und meine Leute kämpfen ums Überleben. Ich bin bestimmt nicht perfekt, aber ich bin im Namen einer guten Sache unterwegs. Hilfst du mir? Ich helfe dir, ich nehme dich fest. Ah, ich helfe dir. Sagen wir mal, ich helfe dir. Was würdest du dann brauchen? Ich habe mich mit anderen
Vorstandsmitgliedern der Händlergilde getroffen. Ihre Wünsche gehört mir, aber wir können nicht tun. Warum können sie nicht tun? Während Edmund am Steuer sitzt, aufgrund meiner nächtlichen Spaziergänge, weiß ich, dass Edmund Geld von der Gilde geklaut hat. Und ich glaube, es ist ein Hauptquell belastende Dokumente, aber wenn dort jemand wie ich herumschnüffelt, erregt das Verdacht. Moment, ich glaube, ich habe derlei Dokumente bereits entdeckt. Ricky, komm hier rüber und lass mich mal sehen. Kann ich das Kostüm haben? Schade. Diese Dokumente hat Tilly, das ist genau das, was wir brauchen. Meine Helfer in der Gilde können Edmund jetzt seines Amtes entheben. Und wir werden damit beginnen, die Fesseln zu lösen. Deretwegen in Krabbenhagen bisher kein Erfolg gegönnt war. Sieh mal, einer der Kalmar ist also auch nur ein Gaul aus Krabbenhagen. Was hätte ich mir denken können? Naja, ich hab's mir auch gedacht. Aber jetzt ist es bewiesen, die Krabbenhagener sind gesetzlos und töricht. Ich bin dieser Frau gefolgt, die meine Papiere für dich stehlen sollte. Edmund, du hast die Krabbenhagener lange genug ausgebeutet. Das ist vorbei. Die Stollen, die Reisbeschränkungen, wie du dich an der Frucht unserer harten Arbeit gelabst hast. Ich kann das beweisen und ich habe Freunde in der Gilde, die dich zum Gehen zwingen werden. Es ist egal, was du beweisen kannst. Na, aufgrund der kerlichen Handelskampfes befehlige ich die Stadtwache. Mich hält niemand auf. Das ist nicht gut. Die Stadtwache ist, naja, die Wachen haben diesen Code, der schon seit Ewigkeiten weitergegeben wird. Erklärt dir den Ausdruck kerlicher Handelkampf? Kerlicher Handelkampf? Eine Person kann die Handelhaudegen, wie sie genannt werden, jederzeit zu einem Wettstreit der Kraft herausfordern. Der Sieger dieses Kampfes darf dann die Wache befliegen und das Ganze wie kerlich genannt, weil Kerle gegeneinander kämpfen, ist schrecklich. Und wie aber, wenn man sie einfach verprügeln kann und dann das Kommando hat, warum forderst du sie nicht heraus und machst das? Habe ich schon gemacht vor Jahren und ich habe verloren. Man kann die Haudegen nur einmal im Leben herausfordern. Dann schlage ich sie eben und sage ihnen, dass sie keine Befehle mehr von Edmund annehmen dürfen. Wo fordere ich sie heraus? Das weiß ich zu schätzen. Du findest sie in einem Gebäude neben dem Fluss im Norden der Stadt. Ich treffe dich danach in der Händlergilde. Hier liegen einige interessante, die etwas kodiert. Wow, das sieht wie Zeugs von der geheimen Agenten. Was ist das? Kann ich nicht lesen? Long Edmund, Stadtwache von Dürzen, Kamhaken und Gewerbig, die Handel, Hodegen. Das tritt die gemäßen Regeln an, wenn du sie nicht nur einmal herausfordern kannst, würde ich. Keine Sorge, Erster, ich kann ein paar Idioten, die glauben, es wäre eine tolle Idee, etwas kerlicher, handelhaft zu nennen, leicht zu schlagen. Gut, ich treffe dich im Gebäude. Ja, ist okay. So, hier waren wir sogar schon. Hier ist das Gasthaus. Aber wir haben kaum Leben. Gegen den hier müssen wir doch kämpfen. Hier blieb die Stadtwache der Händelhaudegen, so nennt man uns und gefällt mir richtig gut und führt dich hierher. Ich habe gehört, ihr arbeitet für die Edmund, ich bin hier, um irgendwen zu einem Kampf oder so herauszufordern, der Handelkampf oder wie der heißt. Und wenn ich gewinne, werden die Krabbenhagen in Ruhe gelassen und ihr arbeitet nicht mehr für Edmund. Aha, 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 na gut. Mädchen, was ist das, warum kämpfst du dich nicht zum Hauptmann hoch und zeigst ihm, was du kannst?
fand ich jetzt nicht so schlimm. War da auch? Vor allem hochkämpfen. Er hat ein Schild. Schön. Hallo. Hartmann Wache, ich habe sogar von hier oben gehört, wie du sie in die anderen Hantelhaut-Ding aufgemischt hast. Wo hast du das gemacht? Es heißt, dass ihr für Edmund arbeitet. Deshalb bin ich gekommen, um in euren Kerlenkampf-Dinge gegen euch zu kämpfen, damit du aufhörst. Interessant, willst du gleich loslegen? Ja, klar. Ich meine mit den neuen Posten, Edmund hat die drei stärksten Wachen ausgewählt, um in Falle einer Song an seiner Stadt zu kämpfen, aber die hast du schon geschlagen. Gemäß der uralten Kurt ernenne ich dich hiermit zum Hauptmann der Hantelhaudegen von Kitzkopf. Moment mal, ich will das aber gar nicht. Zu spät, du bist jetzt der Hauptmann. Na gut, dann befehle ich euch, dass ihr Edmunds Befehl nicht mehr Erfolge leisten dürft. Es ist ein Mistkill und entschuldigt euch bei Ast und den Händlern von Krabbenhagen. Wird gemacht, ehrlich, ich wusste, dass Edmund nichts Gutes bedeutet. Aber was hätten wir tun können? Unser Kurt zwang uns, ihm zu folgen. Hey, wie jung kann man nur sein? Als Hauptmann der Wache schaffe ich jetzt den Kurt ab. Halt, Moment mal, aber... Ach was, ich löse die Stadtwache überhaupt auf. Ihr könnt euren Club zurückgeben, wenn ihr bewiesen habt, dass ihr euch auch nützlich machen könnt. Das ist nicht nur ein Hauptmann, du bist eindeutig die Person mit der inneren Stärke zu Befehl. Wie geht's, Hauptmann? Hast du in letzter Zeit irgendwelche Köpfe mit deiner inneren Stärke eingeschlagen? Ich habe überlegt, eine Reise zu machen, um meine innere Stärke zu entwickeln. Ja, wir sehen jetzt der Hauptmann, der Haudegen. Upsala, das war nur nicht so geplant. Es ist, ja, warum nicht? Hauptmann, unser neuer Titel.